Ich würde sagen, wir fangen, oder wir, was heißt wir fangen? Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt Teil 2 an von Monte seinem Haus. Der erste Teil im Erdgeschoss war Hammer. Fand ich sehr geil. Auch Said, seine Streichtechnik an der Wand hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich Stufe 2 bei diesem Gerät, was sein Essen warm hält. Top, 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 top. Abo-Falle. ISO auf. Auf Penisgröße von Leon, also. Also sehr lang, sehr großer ISO, alles klar. Okay, ready? Ja, leg los, Sascha. So, ihr Schlingel. Moin Moin, meine Teamfreunde, und herzlich willkommen heute zum zweiten Teil meines Hausvideos. Und ja, wie ihr schon vielleicht sehen könnt, es geht nach oben, also sind wir im Obergeschoss. Ich hoffe, euch geht's gut. Das erste Video, danke fürs Feedback, das ist sehr, sehr gut bei euch angekommen. Und ganz zufälligerweise, ich weiß nicht, wie das jetzt hier passieren konnte, liegen hier gerade noch die limitierten Autogrammkarten. Wie viele gibt's denn? Also, wie viele verschiedene Autogrammkarten gibt es denn davon? Bei mir im Shop zu jeder Bestellung dazu gibt, handsigniert ab einem Bestellwert von... Danke, Marcel. Ich hätte jetzt gehofft, dass er sagt, eine von fünf, dann halt nicht. 65 Euro gibt's noch. Diesen wunderschönen Get on my level Fanschall dazu. Weihnachtsgeschenke, shoppen Sie nicht von alleine. Niemand hat Bock, in der jetzigen Zeit rauszugehen. Und meine persönliche Empfehlung, der 540 Gramm Sippoli. Wärmer als eine Winterjacke, also mein Lieblingsstück im Shop. Gehstück für Gönn, ihr wisst, das Haus zahlt sich nicht. Nicht von alleine. So. Also, wir sind jetzt hier im Flurbereich, beziehungsweise im Eingangsbereich. Hier haben sich natürlich, also das sieht... Ist natürlich eine Geschmackssache, das ist klar. Aber hier haben sich der ein oder andere Graffiti-Künstler ausgetobt. Geil. In dem Fall war es, wie man es unschwer erkennen kann, Frost. Und Jizzes war auch noch ein bisschen am Start, hat auch ein bisschen mit rumgekriegelt. Ja, das hat so ein bisschen, ich will mal sagen, Hamburger Flair, Schanzen-Flair, würde ich sagen. Auch hier wieder die Industrielampen. Indirekte Beleuchtung, auch eingebaut worden, war vorher nicht vorhanden. Kleines Detail am Rande. Drumherum haben wir so eine Art Bilderrahmen einbauen lassen, dass dieses ganze Graffiti so wie ein großes Gemälde dort zur Geltung kommt. Finde ich optisch sehr geil. Mit dem Rahmen kommt es auf jeden Fall nice. Ich habe mir am Anfang so gedacht, okay, so ein Graffiti im Haus ist schon sehr wild, aber dann ist mir auch aufgefallen, weißt du, angenommen, du wirst älter und keine Ahnung, es passt jetzt nicht mehr so, sage ich mal, ist nicht mehr so zeitgemäß, kann das ja auch einfach überstreichen, oder? Soll ja kein Problem sein. Ja, und ansonsten auch hier natürlich, wie auch schon unten, Handgelenke, Digga. Geländer, Bruder. Geländer, farblich zu der Treppe passend. Fußboden komplett neu. Wir haben hier komplett neuen Teppich verlegen lassen. Richtig flauschiger Teppich, wie ich finde. Dann haben wir hier, vielleicht kennt ihr die noch, aus meinem alten Wohnzimmer, die Bilderrahmen. Da habe ich jetzt einfach mal eins von Balmain und von Louis Vuitton reingehangen. Eine kleine Grünpflanze, ja. Und ansonsten, so viel hat sich jetzt hier nicht geändert, außer, wie gesagt, der Teppichbereich. Ja. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir mal. Manchmal, wenn ich so Streams anschaue, zum Beispiel jetzt von XQC oder so, die haben immer überall Teppichboden, was ich echt geil finde. Ich finde so Parkett, finde ich, hat auch was, aber ich finde Teppichboden echt fresh, weil da kann es auch mal staubig sein und man sieht es einfach nicht. Aber bei dem Boden, wo ich habe, du saugst 3 Tage nicht, es sieht kacke aus, Digga. Ins Badezimmer rein, das Badezimmer war eigentlich ein gutes Badezimmer, aber ich habe mir gedacht, ich will es einmal richtig machen, Diggi. Und deswegen habe ich es so gemacht, wie es mir gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Indirekte Beleuchtung. Erstmal den LED-Look drauf abflashen, Digga. Erstmal auf den LED-Look drauf abflashen. Indirekte Beleuchtung auch wieder natürlich im gesamten oberen Bereich. Es ist hier im Badezimmer, ist komplett alles neu. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Badewanne und die Toilette. Und die Toilette fliegt ja auch noch raus, wie ihr wisst, weil da immer mein Löhres des Keramik küsst. Sieht wunderschön aus, auch hier wieder eine wunderschöne, ich mach mal richtig Licht an, Digga. Kannst den ISO-Wert da jetzt mal einstellen auf Profibasis, Digga. Wo geht denn das Licht an? Ja, moin, Licht ausgemacht, Digga. So, auch hier haben wir eine wunderschöne Streichtechnik, die seit hier wieder vollendet hat. Man muss wirklich sagen, durch diese indirekte Beleuchtung sieht es halt echt übertrieben nice aus. Es ist so ultra angenehm fürs Auge einfach. Und ich glaube, ey, wenn du wirklich durch dein Haus läufst abends und überall ist indirekte Beleuchtung, das hat auch irgendwie was, ne? Das ist besser als immer dieses Licht. Auch auf der Badewanne drauf. Das sieht wirklich, sieht richtig geil aus, wie ich finde. Was ich im letzten Video gar nicht so gezeigt hatte, was aber im gesamten Haus ist. Überall Sicherung für die Fenster. Doppelsicherung. So. Noch einmal den hier, dann kann ich das abschließen. Und wenn man jetzt
Also es ist so doppelt und dreifach abgesichert. Plus Alarmanlage, Bewegungsmelder noch. Also wer hier einbrechen möchte bei mir ins Haus, der sollte irgendwie, ja, irgendwo in seinem Stammbaum MacGyver drin haben, weil ansonsten wäre das nicht möglich. So, ansonsten haben wir hier noch natürlich meine wunderschöne Parfümsammlung, Digga. Leon hat auch schon ein bisschen geschnüffelt, oder? Jo. Da sind doch die ein oder anderen Klassiker drin. Ja, auf jeden. Fahrenheit, 1 Million, Flashback 2010, 2011. Dann, ich glaube, eins davon ist Kirke oder so. Aventus Creed, so Ananas-Richtung auch, Baba. Aber ja. Ja, sehr viel Creed, also sehr viele geile Düfte, wie ich finde. Und Xerchow, genau. Einer, ja, Xerchow, danke, Chat. Und das soll auch ultra krass sein, ne? Hat er aber auch schon öfter seine Story gesagt von Louis Vuitton. Hier sind sehr, sehr viele ausgefallene Düfte drin. Kleiner Funfact hier, habe ich von meiner Oma. Immer schön mit diesen Wattebällchen und mit Veleda, keine Produktplatzierung. Aber meine Oma benutzt immer Veleda, immer das Gesicht sauber machen vorm Schlafen gehen. Oh, das nice. Ist hier belebendes Gesichtswasser, perfekt. Hab meine Oma immer benutzt oder benutzt sie immer noch und irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. Weiß gar nicht, was ist hier drin? Ja, Zahnpasta, Deo, Duschgel, Fusselbürste, Nasenhaartrimmer, Zahnstocher. Was haben wir hier drin? Toilettenpapier, Rasierer, ein altes Bild von meiner Katze, Socke. Das haben wir jetzt hier erstmal reingelegt. Das ist auch noch nicht alles komplett fertig. Und ich glaube hier Handtücher und noch ein bisschen Parfüm. So Auslaufmodelle, die ich nicht mehr benutze, beziehungsweise auch nicht in der Sammlung haben will. Ja, hier hinten der Scheißhausbereich. Auf ganz gemütlich, Digga. Buff. Zack. Ah. Und Abfahrt, Digi. Aber auch hier wird die Toilette ausgetauscht, weil halt einfach, das habe ich ja halt im letzten Video schon erzählt, gefällt mir nicht, wenn er die Keramik küsst. Sau warm ist das, ne? Ja. Digi, mir ist auch echt warm. Und hier natürlich. Die Fußbodenheizung ist aber auch krass eingestellt. Die Fußbodenheizung im Badezimmer muss. Ja, Fußbodenheizung auch noch. Ey, das ist wirklich ein sehr. Ey, ich weiß gar nicht. Also, man muss sich schon wirklich viel damit auseinandersetzen, glaube ich, um zu sagen, ja, da hätte man das und das noch besser machen können. Oder keine Ahnung. Eigentlich könnte ich es komplett durchlaufen lassen, weil also alles, was ich sehe, empfinde ich als sehr, sehr krass und sehr, sehr heftig und auch als sehr, sehr schön, Digga. Highlight der Highlights, Digga. Komm mal her, Leon. Meine wunderschöne Dusche. Oh, Bruder. Vertrau mir, 3 Stufen, hinten Wasserfall, in der Mitte noch ein Brausestrahl und dann noch, wie nennt man das nochmal, auch nochmal so ein Wasserfall, Digga. Indirekte Beleuchtung, wow, Beleuchtung, geil. Duschgel, wunderschön. Geil, ich finde auch das Ablagebrett vom Duschgel auch sehr schön, dass hier auch nochmal Licht kommt, Junge. Ich habe schon oft gut geduscht, auch in richtig schicken Hotels, ne? Aber die Dusche ist wirklich mit die schönste Dusche. Ja, ich glaube, das kann Marcel auch bestätigen. Hotel Savoy in Köln, da haben die auch ziemlich geile Duschen. So in der Optik, wo auch so LEDs oben verbaut sind, ne? Indirekte Beleuchtung. Also ich glaube, da lässt sich ziemlich geil duschen. Wisst ihr, was ich meine? Aber die Dusche ist wirklich mit die schönste Dusche, wo ich jemals drin duschen war. Gefällt mir sehr gut. Guten Job gemacht hier, die Architektin Steffi. So, dann würde ich sagen, ja hier, es ist halt alles noch nicht fertig. Eigentlich sollte das Bild noch hier hängen, so von Kylo. Uff. Stellt es euch einfach vor, so soll es eigentlich normalerweise sein. Hier oben haben wir noch Dachgeschoss bzw. Abstellkammer. Da sind dann die Marihuana-Plantagen, Kappi. Also Kappi für die Polizei, die das jetzt sieht, ist ein Begriff, Kappa. Ironisch gemeint, nicht, dass ihr jetzt bei mir direkt eine Hausdurchsuchung macht. Die im Polizeirevier, Leertaste. Ah, ach so, ja gut. Jungs, kommt zurück. Alles gut, falscher Alarm. Nee. Er hat Kappi gesagt. Ja. Erklärt's nochmal extra, Junge. Da brauchen wir gar nicht groß durchgehen. Das Einzige, was sich hier in der Küche verändert hat, ist, dass ich die... Digga, ich hatte so vergessen, dass er so viele Küchen hat. Ich hab's gar nicht mehr auf dem Schirm. Da ist einfach random oben eine Küche. Stimmt. Front verändern lassen habe, weil sie optisch vorher nicht so geil aussah, wie ich finde. Ansonsten hat sich hier nichts verändert. Ich habe die Küche noch nie benutzt. Mein Plan ist dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr die Küche hier rauszureißen und eventuell mir eine große Dachterrasse zu bauen oder einen großen Wintergarten. Ist jetzt so in meinem Kopf als Idee gewesen. Ob geile ich das wirklich mache, weiß ich noch nicht. Aber die Küche, muss ich auch fairerweise sagen, nutze ich eigentlich gar nicht. Es ist gut, sie zu haben. Wie sagt man immer, besser haben als brauchen. Ne? Aber ja. Dann hat man auch einen Grund, wieder nice sein Merch zu promoten, ne? Also das meine ich jetzt nicht irgendwie komisch oder so, aber Digga, einfach sagen, ey, ganz ehrlich, der Wintergarten zahlt sich nicht von alleine, Leute, checkt auf jeden Fall aus. Mein persönlicher Favorit, 540 Grad. Da, wo ich immer alleine liege, weinend und mir an der Nudel rumspiele, Digga, das Schlafzimmer. Puh. Ich würde sagen, gehen wir mal rein. Ah, okay. Ist natürlich erstmal dunkel, das ist klar. Wir haben hier den grandiosen wunderschön Sternhimmel, Digga. Der ist wirklich, ist einfach wunderschön. Viele von euch kennen das vielleicht noch aus der Kindheit. Da hatten sie diese Sterne,
die man im Licht aufladen musste. Ja, na klar. Und die hat man sich dann hingeklebt und die haben dann geleuchtet. Kennt viele von euch. Und das ist bei mir hängen geblieben. Ich wollte immer gerne einen Sternenhimmel haben und den habe ich jetzt. Ja, Leon, warte mal, ich mache mal da mal das Licht an hier. Dann haben wir hier mein XXXXXXXXL-Bett. Das ist also, oha. Das ist riesig. Ich weiß gar nicht, wie groß. Digga, Junge, wie groß, ey, wie groß ist es? Wahrscheinlich 2,20 Meter auf, keine Ahnung, 3 Meter oder so, ich weiß es nicht. Das ist ein wunderschönes Bett mit indirekter Beleuchtung, LED hier und unten am Fußende. Ich habe hier noch, wie nennt man das nochmal, Wireless Charging Station. Ja, ich habe mich richtig drauf gefreut, mein Handy da immer hinzulegen. Weißt du was? iPhone 12 hat Probleme damit. Funktioniert nicht mit dem iPhone 12. Mit jedem anderen Handy davor geht's, aber mit dem iPhone 12 nicht. Ja, auch hier hinten eine wunderschöne Streichtechnik wieder vom Ehrenbruder Seid. Hier oben dieser Industrielook, Platten. Also nur mal für eure Vorstellung, was das für eine Arbeit war. Jedes einzelne Licht hier, jeder einzelne Stern ist ein... wie nennt man das denn nochmal? So eine Plastikschnur wie Angelleine. Jedes Ding wurde einzeln durchgesteckt und abgeschnitten. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber das ist ja viele. Nur der Sternenhimmel hat eine Woche gedauert. Junge. Das hat Gerald gemacht, Ehrenbruder Gerald, mein Elektriker. Der hat das gemacht, der hat ziemlich abgekotzt, weil er eine Woche lang nur diese einzelnen Seen hier durchgetan hat. Aber am Ende, das Ergebnis sieht babamäßig aus. Ich kann alle Farben einstellen, wie ich möchte. Auch verschiedene Farben. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, Leon, jetzt mal dein persönlicher Eindruck. Der Sternenhimmel ist schon Baba, oder? Ist sehr nice. Ich dachte vorhin, man sieht diese Kabel auch, wenn er aus ist. Aber man denkt halt, das ist eine normale Decke. Nee, richtig. Ich kann mal ausmachen, damit die Leute mal den Look haben. Ja, aber dann ist die Kamera auch, das ist halt dann ultra dunkel, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, brauchst du eine neue Kamera. Würde ich mal sagen, nee, ich hoffe eine Gehaltserhöhung. Ja. Deine Kamera gehört mir. Das weißt du noch nicht. Nee, auf keinen Fall. Da steht so ein Siegel drauf, gehört unter anderem weg. Ist Spaß beiseite. Also ist auf jeden Fall, das Bett habe ich mir anfertigen lassen. Das ist ein ultra heftiges Haus, Mann. Es ist alles nice, Bett auch anfertigen lassen. Das Einzige, was ich nicht gemacht hätte so, auch wenn ich es nicht sagen müsste, ist so die indirekte Beleuchtung hier, weil ich glaube, die macht man irgendwie nicht so oft an. Mein Surround-System von Bose da hinten auf entspannt. Und ansonsten habe ich hier noch so eine kleine Sitzecke, Digi. Ja. Mein Fernseher, den ich auch unten im Wohnzimmer habe. Ist natürlich jetzt relativ dunkel hier drin, weil ich habe die Fenster zu, weil ich halt auch keinen Bock habe, dass irgendein Arschloch irgendwas sieht, was er nicht sehen soll. Hier habe ich meinen Fernseher, meine Chiller-Ecke, Digi, und ich fühle mich hier sehr wohl. Auch hier wieder natürlich der flauschige, wunderschöne Teppich. Das ist halt mein Schlafzimmer, weißt du? Sternenhimmel, dicker Fernseher, dicke Surround-Anlage, dickes Bett. Was willst du als Mann mehr? Dicken Schwanz, den hast du nicht. Nee, aber der ist lang, Brudi. Der piekst. Lang, dünn und stinkt. Du dumme Sau, Alter. Du dumme Sau. Ja, und jetzt kommen wir natürlich hier zum Highlight im Grunde auf der Etage. Das wird krass, das wird echt krass. Highlight? Mein Ankleidezimmer, Digga. Und ich sag's gleich vorweg, das ist mein Ankleidezimmer. Das ist kein Laden, wo ihr shoppen gehen könnt. Leon, bist du bereit? Soll ich die Tür aufmachen oder was? Yes, sir. Ja, okay. Also, ich würde sagen, in dem Sinne, 3, 2, 1, Fahrt. Das ist also mein XXL-Ankleidezimmer. Das ist, ich muss vorweg sagen, als ich dann gesehen habe, als es eingeräumt war, also ich habe es nicht selber eingeräumt, war ich selber erschrocken, wie viele Klamotten ich eigentlich habe. Also ich habe wirklich viel zu viele Klamotten, aber ich glaube, damals, oder ich mache ab und an mal Shopping-Streams und so hat das dann angefangen, dass ich Klamotten über Klamotten bestellt habe, die ich zum Teil gar nicht angezogen habe. Und in meiner Wohnung habe ich auch einfach überall Klamottenberge gehabt. Ey, das ist ein heftiges Zimmer, aber ich glaube, es ist auch ein Problem, so ein Erste-Welt-Problem. Also es ist kein Problem, ne? Aber ganz ehrlich, es ist auch einfach, meiner Meinung nach, so wenn du was kaufst für 2000 Euro, ne, sagen wir jetzt mal so ein Designerstück, hast du richtig Bock, das zu tragen? Eher weniger, oder? Weil du Schiss hast, umso öfter man es wäscht dann, dass es halt, umso schneller, dass es halt dann kaputt geht. Deswegen habe ich jetzt diesen Kleiderschrank hier, unterstützt auch von meinem Bruder Wadi Tim, der mir da ein bisschen Support versprochen hat, finanziell auch, weil das Ding hat auch Geld gekostet. Und Ehrenbruder Wadi Tim hat auch gefühlt 30-40% von diesen Klamotten, die hier drin sind, hat Wadi Tim mir geklärt, weil es hochwertige Klamotten sind, hochwertige Schuhe. Und Onkel Wadi klärt solche Klamotten für mich und für euch. Also gerne auch ein bisschen Liebe
bei Valier am Start lassen, Digga. Ne? Ich habe hier Klamotten über Klamotten, Pullover, alles Mögliche, Digga. Meine Schränke sind voll, wurde hier unten überall Jogginghosen drin. Das ist aber auch geil, muss ich ehrlich sagen, weil ich jetzt einfach auch sehe, was ich überhaupt habe. Das ist echt viel. Muss ich fairerweise sagen. So viel, Junge. Beispielsweise mein Unterhosenschrank, ein Teil von meinen Unterhosen. Da liegt alles schön drin, das gefällt mir auch. Das ist elektronisch, das schiebe ich einfach wieder zu und gut. Ne? Hier haben wir überall irgendwie, keine Ahnung, das ganze Regal ist hier mit Socken, alle farblich sortiert. Hier sind graue drin, frag lieber nicht. Hier sind, keine Ahnung, was da drin ist. Ja, Mann, jetzt klemmt das wieder vor für Effekt, billig. Weiße Socken, ja, Digga, also was soll ich dir sagen? Ja, und ansonsten ein paar Caps. Den Großteil meiner Caps habe ich unten und mein Cap-Regal aus der alten Wohnung habe ich noch gar nicht abgebaut, aber da sind auch viele Caps bei mit einem anderen Champ, die ich jetzt nicht mehr trage, die habe ich früher getragen. Dann haben wir hier noch ein paar wunderschöne Schuhe. Also die ganze Optik sollte darauf hinauslaufen, dass man sich so fühlt wie in einer Shopping-Mall, wie in einem Einkaufsladen, oder? Das Feeling, Leon, kommt auch rüber, oder? Ja, safe. Die pinken Dinger hier, die fand ich optisch geil, so dieses Neon-Ding fand ich schon immer geil, diesen Regenbogenfarben. Ich würde sie wahrscheinlich selber nie tragen. Onkel Wadi hat mir die geklärt, wie den Großteil dieser Schuhe, die hier drin sind. Die Louis Vuitton-Schuhe hat mir Onkel Wadi geklärt, die finde ich auch übrigens ziemlich geil, habe ich aber auch noch nie getragen. Ansonsten, kleine Geschichte hier nochmal am Rande zu diesem Schild. Ich habe mir das Schild schon mal vor etlichen Jahren gekauft, in Lüneburg, in einem Hip-Hop-Laden. Das war aber defekt. Da habe ich es auf gut Glück für 130 Euro, glaube ich, gekauft gehabt. In der Hoffnung, dass ich es reparieren kann. Ich konnte es dann nicht mehr reparieren. Und einige Jahre später habe ich das Schild nochmal gefunden. Es ist sehr selten. Also das ist ein Werbegeschenk, was New Era damals ihren Shops in Deutschland gemacht hat. Und dann habe ich demjenigen immer mehr Geld geboten, bis er mir das dann verkauft hat. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich so ein Ankleidezimmer hier bekomme. Und am Ende, Digga, die Geschichte klingt eigentlich ganz cool. Am Ende hängt jetzt dieses New Era-Schild hier drin, als wenn es hier schon immer hingehört hat. Ja, und ich finde das Schild geil. Ich stehe an für sich auf so Neon-Reklame aus Amerika. Ich habe ja auch noch ein paar Bierwerbung etc. Bei mir im Keller stehen. Ich liebe solche Schilder einfach. Ja, ich liebe solche Schilder und ja. Ansonsten, ja, einige Sachen halt. Was soll ich sagen? Jogginghosen über Jogginghosen, ein paar Gucci-Mucci-Anzüge. Ich habe so viele Pullover, so viele Jacken und endlich sehe ich auch mal, was ich alles habe. Ja, es ist, also der Bruder müsste nur einmal im Jahr theoretisch Klamotten waschen, glaube ich, so wie das da aussieht. Da würde ich Klamotten für ein Jahr. Ich habe auch schon gewusst, als ich in seiner alten Wohnung war, dass er viele Klamotten hat, weil da zum Teil 10 Jacken übereinander lagen und dann ganz unten bei der Jacke war noch das Preisschild dran. Er konnte sich nicht mal an die Jacke erinnern, so komplett auf Dulli-Basis. Also ich wusste schon, dass er viele Klamotten hat, aber das ist dieses auch, also das ist wirklich irre. Dann haben wir hier noch den Get On My Level Infinity Spiegel. Auf dem Video kommt es wahrscheinlich nicht so rüber wie in real, aber wenn du da so vorstehst, sieht es so aus, als wenn du da so noch irgendwie 2 Meter reingehen könntest, so mäßig. Ein sehr geiler Look mit meinem Get On My Level Logo. Das Logo, was mich ja irgendwo auch so zu dem gemacht hat, was ich bin oder womit mich die Leute auch identifizieren. Hier haben wir noch meine T-Shirt-Ecke, Digga. Alle Bügel. Oh, hier von Orgi, Digga. Fick die Ex, perfekt. Werbefreundlich, Digga, kann ich wieder knicken. Von meinem Homie King Orgasmus One hier im T-Shirt. Alle Bügel haben das Get On My Level Logo. Und ansonsten, hier ist meine T-Shirt-Ecke, Digga. Alter, Bruder, was soll ich euch sagen? Ich glaube, ich hätte gar nichts sagen müssen. Das Ding ist einfach eine 1-Plus-Pulli. Wer hätte mal gedacht, dass ich sowas hab? Wisst ihr, wie ich meine? Wer hätte mal gedacht, dass ich sowas hab? Da danke ich euch auch natürlich, weil ihr habt supportet über die ganzen Jahre, Digga. Support hat nicht nachgelassen, der ist eher so noch nach oben gegangen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und einige feiern das Ding hier nicht, aber ich weiß, der Großteil meiner Community feiert das Ding und gönnt auch. Denn G steht für gönnen. Und in dem Sinne würde ich sagen, Wird immer Menschen geben, die sagen, unnötig, das braucht man nicht, mit dem Geld hätte man Besseres machen können. Ich glaube aber auch, dass Marcel sich dessen bewusst ist. Wisst ihr, was ich meine? Und am Ende des Tages ist alles, was ihr auch wisst, was er selber auch weiß, ist alles seine Sache, ne? Wie er das macht. Der nächste Teil, der kommt, wird dann mein Gaming-Zimmer noch sein. Ja, und dann haben wir dahinter eigentlich einen Haken gemacht und haben das Ding dann abgehakt. Ja, moin. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, ja, Leon, willst du einfach sagen? Na, dann bin ich mal. Ja, ich wollte auch gerade. Wir hätten sowieso rausgeschnitten. Was du gesagt hast, wäre sowieso rausgeschnitten. Ja, Bruder. Ich brauche was zu trinken, mein Mund ist wie Wüste, Digga. Oder du, Alter? Was? Schneid ich die Videos oder du? Ich? Guck mal, ich kann sagen, du hast jetzt einen Hut auf. Aber so einen richtigen Hut. Das wie ein Hut. Ich habe auch ein Bild von deiner Mutter auf meinem Handy. Du gehst immer nur auf Mutter, du bist unkreativ, Digga. Ja, nee, das sind gerade die Besten. Die Muttersprüche sind nicht die Besten, Marcel, wenn du das siehst. Katastrophal, wirklich. Ehrenlos, muss ich Leon recht geben. In dem Sinne würde ich sagen, lasst euch gut gehen. Ja, Kuss, Kuss, Kuss. Danke für den Supporter Rino. Und wir sehen uns dann in nächster... Ach, Digga. Wir sehen uns dann in alter Frische beim nächsten Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, Kuss, Kuss, Kuss. Wiederschauen. Und reingehauen. So ein Haus ist einfach ein Traum, wisst ihr?
wo ihr jeden Tag, so gut wie jeden Tag seid. Ja, das ist halt dieses andere Haus, Mann. Wirklich, also...